Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Beyond Good and Evil. Konto in dem Identifizierung. Okay. Minen oder in den Minen der Schwarzen Insel. Ein Starkus stellt ein Herz der Lebensenergie wieder her. Ein Starkus, wir werden nochmal ganz kurz das Ding herkaufen, weil vermutlich werde ich hier so schnell nicht mehr herkommen. Solange ich kein Passwort hier habe. Und ja. Page, walte deines Amtes. Weil ich kann ja nichts tun. Ist diese Zange nicht zu verrostet? Sie sieht noch scharf genug aus. Wenn das Metall nicht zu hart ist, na dann. Bitte sehr. Na, bitte sehr. Klappt doch. Lass mir mal. Mama durch da. Dankeschön. Evakuierungskarte. Was ist das denn? Spongus Gulantus. Oh, Gulantius. Okay, abgelegt. Viel Glück mit dem Rest. Naja, bitteschön. Okay, dieser Film ist voll. Gut, ich überweise eine Perle, Jade. Und da haben wir wieder die nächste Perle. Ich werde den Film neu laden. Umso besser. Hier Film 3. 6 Perlen. Erinnert mich an den Tintenfisch mit Schokolade und Kiwi-Soße, den meine Tante Geneva machte. Hallo. No. Helix Rupestris. Glückwunsch. Infos zu Riesenschnecken findet man nur schwer. Also, ihr merkt halt, ich kenne das Spiel ziemlich gut. Ich weiß, wo ich welche Tiere finde. Aber ich möchte mit euch einfach nochmal so dieses Neue erleben, was halt neu geworden ist. Und das machen wir halt jetzt gemeinsam. Hol sie dir, Mädchen! Dann ist er nicht. So, dann können wir jetzt wieder gehen. So, die beiden schlimmsten Viecher habe ich schon mal fotografiert. Das sind die Korax und die Vorax. Vorax habe ich ja quasi gleich am Anfang gemacht. Das war mein erstes Tier. Das blaue Schlimmelding da. Und die Vorax haben wir auch gerade fotografiert. Na gut. Bitte, der Page, du darfst. So, hier ist ein neues PB1. Das würde ich gerne nehmen wollen. Konto-Identifizierung. Okay. Das nehme ich denn erstmal mit. Aktives Prinzip. Anzeige steigt um mein Herz. Sehr schön. So, dann gehen wir den Starkus noch mit. Ein Herz der Lebensenergie wieder her. Ein Starkus stellt ein Herz der. Früher konnte man das überspringen, indem man quasi gleich weiter drücken konnte. Jetzt leider nicht mehr. So. Erst du, Page. Hey, Jade! Zusammenbleiben, verdammt! Ah, gut. Keine Sorge, bin ja hier. Hier wird nichts passieren. Nö, das ist nicht. Pass auf, was du sagst, Fräulein. Respektiere die Eltern. So, ein bisschen Kleingeld gesammelt. Sehr schön. So, dann einmal ganz kurz rüberschieben. Aber ich finde die Hose von Jade einfach so cool, ne? Oder ihre Klamotte im Allgemeinen. Die Hose sieht so stylisch aus. Und sie trägt halt durchgehend grün, ne? Also dieses Jadegrün, was natürlich auch passend zu ihrem Namen ist. So, Page, du hast deinen Weg bekommen. Hoppala. Runter von mir, Elender! Was auch immer du bist! Haben wir das. Danke, Jade. Oh, wenn's dich nicht gäbe, dann... Schon gut, alter Mann. Wir sollten los. Ich glaube, dass das Beste noch kommt. Das Beste kommt noch. Naja, gut. Dann werden wir erstmal kurz hier reinschnicken.
Ich weiß auch noch was. Amöba Polypodia. Eine Polypodi-Amöba? Mein Kompliment. Es ist schön, wenn man das Spiel kennt und weiß, wo man was findet. Klar, das Erkunden und Neuentdecken ist natürlich auch irgendwo schön. Also für alle, die jetzt quasi mit der 20 Jahre Anniversary Edition das Spiel zum ersten Mal erleben. Ich beneide euch dafür, dass ihr es nicht kennt. Du musst mir aufmachen, Jade! Aber so im Groben und Ganzen bin ich auch damit zufrieden. Ja, wo ist hier der Stromkasten da? Ja, das ist auch wichtig. Wegen dem da. Du siehst auch lustig aus. Planaria rupestris. Planarien hassen das Licht. Es ist sehr selten, dass sie aus ihrem Bau kriechen. Ja, für das Seltene aber ist es auch ganz gut in den Griff, würde ich sagen. Treten Sie ein, kommen Sie rein. Guten Tag, Madame. Sie hatten ein halbes Schwein auf Toast bestellt? Aber ich bin echt neugierig, wo ich die ganzen Codes und so weiter kriege für die ganzen Schränke. Bis jetzt haben wir ja 3 gesehen. Ne, 2. Einmal den in der Akutabar oben und halt hier an der Insel. Meine Mathematiker-Kollegen sind von Nautilus-Muscheln fasziniert. Ja, sind auch interessante Wesen auf jeden Fall. Und hepp. Aua. No. Möchten Sie braunen oder weißen Toast zum Omelette, Fräulein Trampel? Erstmal Foto machen. Unglaublich. Es gibt noch Palinurusse da unten. Ja, gibt es. Okay, Page. Gute Nacht. Hol sie dir, Mädchen! Ein bisschen Geld sammeln. Und da mal gegen feuern. So. Ich wusste gar nicht, dass deine Zange auch eine Keulenfunktion hat. Modell D53, kleine Lady. Schneidet, würfelt, plättet. Ja, ist schon wichtig so, würde ich sagen. So, dann machen wir erst einmal kurz den Weg hier frei. Und dann müssen wir nochmal hier ran. Okay. Mal ran. Eine Büchse Carbabs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. Ist ja gar nicht. Eine Büchse Carbabs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. Alles mit dem, was mitzunehmen ist. Ein Herz der Lebensenergie wieder helfen kann es auf jeden Fall. Aber. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ach nee, der Weg war eine andere. Da waren bloß die Dinger, ne? Da gab es ein Ende zum Speichern, sonst gab es ja nichts. Okay, alles klar. Da wir die Ende ja nicht mehr brauchen. Kommen wir jetzt langsam. Eine neue Freundin. Und da kommen wir jetzt langsam zum Ort der Begierde. Okay. Und ich dachte gerade, ich kann mich mal hochziehen. Madame. Ja, außer Platten machen das Ding. So. Boah, ich finde allein diese schwarze Insel so schön designt. Das sieht ja weg aus. Sieh mal.
die beiden Kreaturen da hinten. Dann bann ihre Visagen auf Fotopapier und auf zur nächsten Bank. Ich soll beiden zeigen. Jetzt. Ach, sind die süß. Sobald Sie die Fotos der Domsmonster haben, schicken Sie sie an Mr. de Castellac. Fantastisch. Ich leite es an Mr. de Castellac weiter. Machen wir so. Das ist ein Riesenwürmchen, würde ich sagen. Und er hat eine Perle im Kopf. Aber erstmal Foto machen. Petrolimax Gigantea. Petrolimax, das ist eines der Domsgeschöpfe. Na, ja, schön, dass ihr es weiß. Los geht's. Und sie auf den Kopf gespuckt. Mal schnell die. Du steuerst direkt auf den Tagflügel zu, Jade. Ja, du musst mir nicht im Weg rennen, Schweinchen. Ich warte auf dein Zeichen, Jade. So, ein paar Korax, okay. Die kriegen wir auch noch hin. Mit dem Spinning Move. Alles gut, Schweinchen? Los geht's. Auf geht's! Ah, das war nicht ganz so gut. Da hat ein bisschen was gefehlt. So, du kommst von links. Das heißt, wir gehen nach rechts. Alles klar. Noch zwei, drei Schläge mitgeben. Macht Spaß. Kein Problem. Und drauf der Wecker. Das ist andersrum, oder was? Okay. Die ist aber auch noch nicht verfolgt, ne? So, und jetzt? Da ist es ja, das Würmchen. Aber es hat keinen Bock mehr. Nicht schlecht für ein kleines Mädchen und einen abgehangenen Schinken. Wir haben es geschafft, Paige. Ganz gut für einen alten Mann. Und eine neue Perle. Guter alter Erdwurm. Ja, aber trotzdem der seltsamste Angelausflug, den ich je gemacht habe. Na komm, lass uns die Routen einpacken, die Trophäen aufsammeln und ab nach Hause. Das klingt nach dem Plan. Und wieder eine neue Perle für die Sammlung. Doms Petrolimax. 7 Perlen. Let's go. Wenn du mich fragst, da ist etwas faul an diesem Herrn de Cadillac. Glückwunsch, Miss Jade. Sie haben... Moment. Mit Ihrem Boss habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Mr. de Castellac hat es eigentlich nie gegeben. Schätze, ich schulde Ihnen eine Erklärung, Miss Jade. Ein Taxi. Taxi 01. Steigen Sie ein. Na dann, mal go. Miss Jade, Sie haben den Situationstest voll und ganz bestanden. Situationstest? Ja. Bitte verzeihen Sie diese kleine Charade. Mein Name ist Han. Ich arbeite für das Iris-Netzwerk. Iris?
Die Rebellenorganisation? Ja, die Rebellen. Wir kämpfen gegen eine Bedrohung, die niemand kennt. Wenn nichts geschieht, wird die gesamte Bevölkerung vernichtet. Ach, mit Hilfe der Alpha-Abteilung können wir die Doms zurückschlagen. Die Alpha-Abteilung ist nicht das, was sie vorgibt zu sein. Für jeden, den sie retten, entführen sie 10 andere. Aber die Alpha-Abteilung beschützt uns seit Generationen. Sie kümmern sich um die Verwundeten, schlagen die Doms-Angriffe zurück. Ja, so zerstreuen sie jeden Zweifel und erschleichen sich ihr Vertrauen. Sie saugen alles Leben aus diesem Planeten, so wie sie es zuvor schon mit Hunderten gemacht haben. Die Hylianische Regierung hatte keine Zeit zu reagieren. Sie wurde komplett überrumpelt. Aber wir können die Alpha-Abteilung stoppen. Und wie genau sollen wir das anstellen? Sie sind sich bewusst, dass ein Aufstand der Bevölkerung eine Katastrophe für sie wäre. Bringen Sie Beweise für diese Verschwörung und der Sieg wird unser sein. Mehr als je zuvor braucht das Iris-Netzwerk Leute wie Sie, Jade. Helfen Sie der guten Sache. Na, das kann ja was werden. Wenn Sie sich für uns entscheiden, kommen Sie zur Akudabar. Fragen Sie nach Peepers. Es ist allein Ihre Entscheidung, Miss Jade. Sagten Sie Peepers? In der Akudabar. Und vergessen Sie die Losung nicht. Sicher in Ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Sicherheitsmaßnahme? Diskretion ist der Schlüssel. Übrigens, fast hätte ich Ihre Belohnung vergessen. Ich hoffe, ich sehe Sie bald wieder, Miss Jade. Ja, das wird sich zeigen. Was hält Fräulein Jade von diesem Hokuspokus? Wenn es einen Weg gibt, den Krieg zu beenden, dann müssen wir ihn gehen. 3000. Mr. Hahn. Ohne Schnauzer. Wir sollten rausfinden, was hinter all dem steckt. Das werden wir wohl machen. Aber erstmal werden wir uns da oben noch das PB1-Chen besorgen. Indem wir mal ganz schnell hier durch das Komplex wandern. Weil wir haben ja nun ein bisschen Werkzeug bekommen. Paige, dein Auftrag. Kein Problem. Dankeschön. Kann ich mal durch da? Oder hast du noch was zu sagen? Schweinchen? Glaubst du, wir können ihm trauen? Jade, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Es ist sehr gefährlich. Paige, ich verstehe dich nicht. Wir müssen die Wahrheit herausfinden. Herausfinden, was hier wirklich vor sich geht, oder? Weißt du, wo ich diesen Peepers binden kann? Na gut, aber Fußgängerzone. Na gut. Dann. Warte mal ganz kurz. Kann ich mal ganz hoch da? Verdammt. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ah ne, da ist es. Ich hab trotzdem den Fehler gemacht, verdammt. Gut, PB1 ist schön. Gut gemacht, ja. Aber ich muss mal das Tier da oben fotografieren. Das heißt, wir müssen nochmal da lang. Und warum? Ich muss. Naja, ich möchte eh alle Tiere haben. Und ich glaube, bisher habe ich ja auch alle bekommen. So. Papilio. Lilus. Bemerkenswert. Diese Größe habe ich noch nie gesehen. Naja, 3000. Und der Film ist auch schon fast voll. Sehr gut. Dann können wir jetzt Richtung Fußgängerzone wieder machen. Den Möwen habe ich. Hier ist alles offen. Sehr schön. Komm, Schweinchen. Let's go. Okay, da ist ein Schild offen. Peepers? Der Typ aus der Bar, der König des Hütchenspiels? Ich glaube schon, ja. Ach, ich bin jetzt immer so schön, ja. Hier ist einer so der Planetenwelten, die ich wirklich am schönsten finde. Die ist so mit am schönsten. Discount Zebra Hotel, halt mich da rein. So, einmal kurz anhalten, Parkplatz. Ach, schön.
Tja, die Armee hat nicht mehr viel zu melden, seit die Alpha-Abteilung kann ich auch noch fotografieren. Virus Sapiens. Abgelegt. Viel Glück mit dem Rest. Und damit haben wir im Part 3 schon die Hälfte der Tiere. Ist voll. Gut, ich überweise eine Perle, Jade. Und ich werde den Film neu laden. Die Hälfte der Tiere haben wir schon. Wo kommt die Alpha-Abteilung eigentlich her? Jetzt haben wir schon 8 Perlen. Wir können es unten die auch noch kaufen, die eine Perle. Hält mir gerade mal so auf. Guten Tag, guten Tag. Sicher in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Du kennst das Iris-Netzwerk? Der Typen leistet fantastische Arbeit. Und deshalb kaufe ich auch meine Perle. Viel Glück. Okay, sie gehört scheinbar auch zum Iris-Netzwerk irgendwie. Okay, gib mal her, dieses Ding. Ein Nuri gekauft. Sehr schön. So, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Ich würde die 10 Minuten jetzt nutzen, um, hallo Mingsu, um beim Heimspiel hier mit dem Pucks vielleicht doch die Perle zu gewinnen. Das könnte vielleicht gut funktionieren. Hey Mo, sicher in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Wegen die Schalen sollst du besser Pieper fragen. Willst du dir einen trinken? Weißt du, dein Plan ist... Anscheinend gibt es einen kleinen Perlenschatz auf dem Gipfel eines Vulkans, ein Krater. Er weiß ja auch nicht, na gut. So, wir versuchen mal unser Glück mit dem Perlspiel. Letzte 1000 gegen Perle. Genug Geld haben wir auf jeden Fall. Aber er ist halt ab dem Punkt hier sehr strong. Gut, die erste Runde ging an mich. Vielleicht ist es doch nicht so strong, wie ich dachte. Na komm. Ja. Ah, das ist gut. Man merkt, der Schwierigkeitsgrad steigt demnach an. Das Problem ist, man kann die Pucks halt nicht selber bestimmen. Das ist das Problem. Oh, Gott sei Dank. Der Heidepuck hat nicht mehr gezählt. Ich gewinne das Spiel und damit die Perle. Sieg im Scheibenspiel. 10 Perlen haben wir dann offiziell gesammelt. Hey Francis. Hey Jade, ein kleines Spielchen? Bereit für ein kleines Spielchen? Ich habe keine Perlen mehr, also bitte nur um kleine Betten. Ja, nee, denn nicht. So, ich habe schon beklaut. Mehr oder weniger. Hey, Peepers. Sicher in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Du interessierst dich für Perlen. Dein Einsatz, bitte. Und jetzt ist das sehr einfach. Ein Zimmerticket. Ja, guter. Nummer 3 haben. Es wird dir sicher gefallen. Da ist ein schöner alter Schrank. Den solltest du dir ansehen. Zimmer Nummer 3 Ticket. Ich hab's gescannt. Akuda. A5 W8. Zimmer Nummer 3. Wo ist es? A5 W8. Oh, hier kann man schön schlafen, ne? Ist schon Nacht. Hübscher Schrank. Mietkatze. Mietkatze. Elisapiens. Perfekt. Ich datiere es und lege es ab. Ich meine, ich weiß nicht, ob es gut ist, hier ein Foto zu machen in einer geilen Einrichtung, aber egal. Freunde, darf ich euch Jade vorstellen? Unsere neue Agentin. Wir haben Sie erwartet. Kommen Sie näher. Das ist May, Redakteurin und Herausgeberin unserer Iris-Zeitung, Nino, unser Funker und unermüdlicher Plakatkleber. Hey, auf diesen Monitoren können Sie die meisten unserer Korrespondenten sehen. Sie operieren im ganzen Universum in mehr als 13 Systemen.
Peepers kennen Sie ja bereits. Es war seine Idee, Ihnen diesen Job anzubieten. Er wusste, dass Sie den Test bestehen würden. Man müsste blind sein, um das nicht zu sehen. Das Kind hat Talent. Hören Sie zu, Jade. Die Ereignisse gewinnen an Schwung. Eine Bombe der Dons ist im Kanal explodiert. Offenbar hat die Alpha-Abteilung den Sektor abgeriegelt. Sie haben alle von dort evakuiert. Zu Ihrem Schutz, richtig? Niemand weiß, wohin Sie gebracht wurden, Jade. Die Gouverneurin von Hillis hat sich direkt danach an uns gewandt. Sie ist bereit zu helfen, aber ihr HQ wird überwacht. Sie können uns helfen, diese Leute zu retten, Jade. Nino, erklär uns die Situation. Gut, also das wissen wir. Die Opfer wurden von der Alpha-Abteilung entführt und zur Nutripillenfabrik gebracht. Dann brachte man sie mit Shuttles zu den alten Schlachthäusern. Von dort wurden sie mit Militärkreuzern zum Mond transportiert. Wir wissen nicht, was sie dort erwartet. Keiner unserer Agenten ist jemals von dort zurückgekehrt. Vor 4 Tagen verloren wir den Kontakt zu Double H in der Nutripillenfabrik. Er war unser bester Agent. Unser Freund. Double H sollte uns Beweise für die Anwesenheit der Domts bringen. Seine letzten Fotos waren erschreckend. Ein Seelenfresser? Jemand muss die Mission zu Ende führen, Jade. Sie können ablehnen. Weiter? Wir brauchen Beweise. Erstens, gehen Sie in die Nutripillenfabrik. Zweitens, machen Sie Fotos von den Alphas und ihren Opfern. May wird ständig Kontakt halten. Sie wird ihre Fotos veröffentlichen, sobald sie bekommt. Die Leute müssen die Wahrheit erfahren. Ja, das würde ich auch gern. Zum Beispiel, wer hier lügt und wer nicht. Hier ist Ihr offizieller Stadtpass. Wir verdanken ihn der Gouverneurin. Er wird Ihnen bestimmte Türen öffnen. Viel Glück. Na, das ist doch schon mal ein Wort. Stadtpass. Der Stadtpass ermöglicht den Zugang zur Fußgängerzone. Wird automatisch erkannt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich habe dir eine M-Disk gebrannt. Ich leg sie hier hin. Darauf wird alles detailliert erklärt. Eine M-Disk. Die Perle und die Strömungen. Jo, da wir hier gerade einen Ding haben, gucken wir uns das gleich mal an. Können wir der Gouverneurin trauen? Sie hat uns schon viel geholfen. Sie hat ein Team von Dekodierungsexperten. Wenn du vor einer verschlossenen Tür stehst, schick ihr ein Foto mit der Seriennummer. Sie können jeden Code knacken, den du ihnen gibst. Wer ist für die Verteilung eurer Zeitung verantwortlich? Ich bin verantwortlich für den Druck und liefere sie an den Verkäufer im Untergrund aus. Kann ich ein paar Exemplare haben? Klar, der nächste Verkäufer ist übrigens du. Frag ihn einfach nach dem Exemplar. Mitglieder ist sie umsonst. Hi, May. Konnte Double H euch Informationen über die Fabrik beschaffen? Der letzte Bericht von ihm ist auf dieser M-Disk. Dann nichts mehr. Sei vorsichtig, Jade. Schicke ich meine Fotos direkt an euch? Ja, ich habe eine sichere Leitung für dich eingerichtet. Du bist ständig online. Das ging nach einem Plan. Oh, hey, Wasser und Äpfel. Über etwas. Und die Alpha-Abteilung hat euch nie entdeckt? Wir ergreifen alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen. Wir arbeiten in kleinen, unabhängigen Gruppen. Der Chef der Helis-Gruppe hat diesen Empfänger an der Wand dort benutzt, um mit uns zu kommunizieren. Niemand von uns kennt seine wahre Identität oder weiß, wo er sich aufhält. Was für Fotos braucht ihr genau? Es gibt 2 Missionsziele, Jade. Decken Sie den Menschenhandel auf, den die Doms mit den Bewohnern von Helis treiben, und zeigen Sie, dass die Alpha-Abteilung Komplizen der Doms sind. Gibt es viele von euch? Noch nicht, Jade. Aber je mehr Helianer mit uns sind, desto besser ist die Chance, die Alpha-Abteilung loszuwerden. Ich weiß gar nicht, wo der Funksender hier ist, den er angesprochen hat. Warum bin ich das hier irgendwie? Was ist da oben? Na gut, wir gucken uns nochmal die M-Disk an, mit die Perle und die Strömungen. Operation Freiheit. Die Alpha-Abteilung hat uns getäuscht. Seit Beginn des Krieges stehen sie unter der Kontrolle der Doms und nutzen das allgemeine Chaos, um unschuldige Leute zu entführen. Dank Double H wissen wir jetzt, wohin die Opfer auf Helis gebracht werden. Erstens, in die Nutri-Pillenfabrik. Zweitens, zu den alten Schlachthäusern in Shuttles. Drittens, zum Mond in einem Frachtkreuzer. Wir müssen diesen Albtraum beenden. Jeder Beweis für die Verschwörung, den wir finden können, wird uns mehr Unterstützung in der Bevölkerung einbringen. Eine offene Rebellion würde uns ermöglichen, die Alpha-Abteilung zu stürzen und viele unschuldige Leben zu retten. Wenn die Revolte sich ausbreitet, können wir diesen Krieg vielleicht beenden. Aber wir brauchen Fotobeweise, um herauszufinden, was genau in der Fabrik vor sich geht. Fotos von den Opfern, Fotos von der Alpha-Abteilung, ohne ihre Helme, damit man sieht, wer sie wirklich sind.
Hier kommen Sie ins Spiel, Jade. Sie übernehmen Double H's Mission. Hier ist sein letzter Bericht. Na dann, Logbuch Double H. 19.23 Uhr. Bin in der verbotenen Zone. 19.30 Uhr. Ich sehe Shuttles auf der oberen Plattform starten und landen. 20.03 Uhr. Ich habe es geschafft, in die Fabrik einzudringen. 20.50 Uhr. Ich bin erschöpft. Ich bin fast 3 Kilometer geschwommen. 21.10 Uhr. Ich bin drin. Das ist es. Ich sehe die schwarzen Behälter. Ein Geräusch. Hey, was? Anscheinend haben sie einen Reaper trainiert. Die Anwesenheit dieses Tieres und die Sigma-Strahlung sind der Beweis für die Anwesenheit eines Seelenfressers. Oha. Das sind seine letzten Bilder. Seitdem kam nichts mehr. 4 Tage völlige Funkstille. Double H war unser bester Mann. Er hat viel für uns getan. Dank ihm konnte das Iris-Netzwerk Kontakt zur Gouverneurin von Hillis aufnehmen. Die Gouverneurin ist strikt gegen die Methoden der Alpha-Abteilung, aber das darf nicht bekannt werden. Sie ist auf unserer Seite und will uns helfen, wenn wir die Wahrheit bekannt machen und mehr Hylianer dem Iris-Netzwerk vertrauen. Wenn Sie eine Tür wie diese finden, fotografieren Sie sie und schicken Sie das Bild an die Gouverneurin. Ihre Experten werden dann versuchen, den Code herauszufinden. Alles klar. Wir zählen auf Sie, Jade. Seien Sie vorsichtig. Hahn. Okay. Damit haben wir denn das erledigt. Unser Auftrag ist klar. Wir müssen zur Nutri-Fabrik. Da ist er. Von da aus dann auch mal später zu den Schlachthäusern. Und von da aus dann zum Mond, der hier nicht angezeigt wird. So, ich habe euch alle fotografiert. Ihr seid Männlein, Menschlein und Katze. So, ich werde noch eine Sache ganz kurz testen, bevor wir die Folge beenden. Jade, oh. Sie brauchen einen Codenamen, um Ihre Berichte zu unterschreiben. Shawnee. Shawnee. Mach weiter so, Süße. Und eines Tages wirst du berühmt sein. So, ich möchte mal was gucken, ob das auch hier funktioniert. Wobei, ich glaube nicht. Nö. Ich wüsste gerne, wie ich hier reinkomme. Bin ich ehrlich. Da ist noch was Vulkanmäßiges. Ein Hovercraft-Ding. M-Disc. Na gut. Auf jeden Fall sollte das jetzt erstmal bleiben. Ich muss ja ein paar rausgehen, weil mich die Musik ein bisschen nervt. Du bist ein Hai, ne? Ich habe schon. Schon was abends. Und du? Auch. Oh. Haben wir schon. Hier, der Rekorde von den Rennen. 3 und 4. Ja, 1 und 2 haben wir leider nicht stacken können. Egal. In der nächsten Folge gucken wir uns dann noch ein bisschen in der Stadt wieder um. Wir haben jetzt einen Zugang, das heißt, wir können hinten mal reingucken. Und ja, ich sage dann erstmal danke fürs Dabeisein und fürs Zuschauen. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.